Dann darf ich jetzt Katharina Noppen auf die Bühne bitten. Sie ist studierte Ökonomin, Politikwissenschaftlerin. Und mich kurz vorstellen. Sie ist studierte Ökonomin und Politikwissenschaftlerin, engagiert sich als Bürgerrechtlerin, Publizistin, Netzaktivistin und Campaignerin. War 2013 politische Geschäftsführerin der Piratenpartei. Sie klagte gegen mehrere Überwachungsgesetze vor dem Bundesverfassungsgericht in Deutschland und erzwang mit einer Beschwerde bei der EU-Kommission ein neues Bundesdatenschutzgesetz. Ich hoffe, wir werden auch so erfolgreich sein. Sie ist Mitglied im Beirat des Whistleblower-Netzwerks e.V. und heute vor allem publizistisch tätig als Kolumnistin, Bloggerin unter katascha.de und sie hat einen neuen Podcast, den ich euch sehr empfehlen möchte. 2018 ist ihr erstes eigenes Buch erschienen, Die Daten, die ich rief, wie wir unsere Freiheit an Großkonzerne verkaufen. Sie wird uns heute unter anderem daraus etwas hier live. Ja, vielen Dank für die Einladung. Ich freue mich sehr, hier sprechen zu dürfen. Vor allem endlich mal, also nicht von der Kanzel, aber zumindest in der Nähe der Kanzel. Das ist also ein kleiner Traum von mir. Und ich vermute mal, hier sind ja ganz viele Menschen auch anwesend, die sich ähnlich wie ich schon lange Jahre mit dem Thema Datenschutz beschäftigen und ihr alle kennt wahrscheinlich dieses beliebte, in Anführungsstrichen, Argument, wenn man dann sagt, so, ja, kümmere dich mal um Datenschutz, geh dafür vielleicht auch mal auf die Straße für bessere Gesetze, dann heißt es ja schnell, ich habe nichts zu verbergen. Ja, das ist ein Standardargument, was man dann bekommt. Sowohl wenn es um staatliche Überwachung geht, als auch Überwachung von Unternehmen. Und als Datenschützer denkt man erstmal so, what? Okay, das ist eine interessante Einstellung. Und man denkt sich ja auch, vielleicht hat sich derjenige ja auch gar nicht so viele Gedanken drüber gemacht und vielleicht kennt er ja auch seine eigenen Datensätze nicht. Das ist jedenfalls etwas, was ich mir gedacht habe und habe deshalb überlegt, ich mache mal ein Experiment. Ich mache ein Experiment, bei dem ich mal gucke, wie sieht eigentlich meine eigene Datenspur aus. Ich habe mein Nutzerverhalten gezielt umgestellt, das heißt, ich habe ein bisschen beispielsweise bei Amazon eingekauft, nicht lang bei Netflix umgehangen, was ich ja sonst natürlich niemals machen würde. Und habe dann so eine schöne Datenspur gelegt. Und mein Ziel war von Anfang an, diese Datenspur später mal abzufragen. Ne? Weil es war noch nach dem alten Bundesdatenschutzgesetz in Deutschland und jedem Kunden steht es zu, jederzeit zu fragen, gib mir bitte eine kostenlose Kopie meiner Daten. Und ähnlich ist es ja auch in der Schweiz geregelt. Ne? Also jeder kann das machen, aber kaum jemand macht das. Und deshalb habe ich mir gedacht, mache ich das mal. Und im Rahmen meines Experiments war natürlich das Erste, was ich gemacht habe, ich habe mir so eine Bonuskarte gekauft. Ne? Also gibt es ja so gut wie bei jedem Geschäft, dass man gefragt wird, sammeln Sie Punkte? Und dann sage ich immer so, nee, oder ich bin noch nicht doof. Dann gucken alle immer so ganz betreten und stecken schnell irgendwas weg. Ja, jetzt kann ich endlich mal sagen, so, ja, klar, gerne, hier, war das gierig hingehalten und habe dann meine Punkte eingesammelt und war vorher einkaufen. Ne? Und habe dann so ganz viele Sachen in den Einkaufskorb gelegt, also unverfängliche Dinge, die man halt im Supermarkt kauft, wie beispielsweise Tina Lady Einlagen für Blasenschwäche oder halt die Tabletten gegen Stresssymptome, Einschlaftee, Beruhigungstee, normale Produkte halt, ne? Die man sich noch schämt. Und habe dann ganz viele Punkte gesammelt und bin danach mich dann auf dieser Plattform, in diesem Fall war es die sogenannte Deutschlandcard, habe mich auf der Plattform eingewählt, wollte dann sehen, wie ist meine Datenspur. Und da konnte ich eben nur sehen, hat am so und so vielten in diesem Supermarkt eingekauft. War ich natürlich total unbefriedigt und habe dem Anbieter geschrieben, so hallo, ich bin Kunde, ich möchte gerne meine Daten haben und zurückgeschrieben, so, ja, loggen Sie sich online ein. Ich zurückgeschrieben, so, ja, verarschen kann ich mich selber. Ich habe es natürlich freundlich in Juristendeutsch ausgedrückt, aber
Das ist ja im Netz online, sieht man ja nur einen Ausschnitt davon. Ne? Und ich dachte mir, naja, man macht so ein Datensammelprogramm ja nur, wenn es wirklich interessante Daten gibt. Habe dann weiter angefragt und dann irgendwann so eine Liste bekommen. Ne? Also das ist die Liste, die sie einem dann in der Nutzeroberfläche nicht anzeigen. Das sind halt wirklich alle Produkte, die ich gekauft habe. Man sieht da wirklich mit Produktnummer, weiß ich nicht, also Perlweiß, Zahnweiß, Raucher gegen Raucherzähne habe ich mir gekauft und so andere Produkte, Bier, Jägermeister, was man halt so braucht. Und natürlich nur das billigste Hackfleisch, ne? Man weiß ja nie, wann der nächste Lebensmittelskandal ist. Und das Interessante an dieser Datenausgabe ist ja viel umfangreicher als das, was die Leute eigentlich sehen, wenn sie sich online einwählen. Und es wird einem so Transparenz suggeriert und eigentlich ist es aber ein Bruchteil von dem, was die Leute machen. Und interessant fand ich vor allem, dass in dieser Liste sogar Produkte drin waren, die mit 0 Punkten incentiviert wurden. Das heißt, in den AGB heißt es immer, in den Geschäftsbedingungen heißt es immer so, ja, natürlich sammeln wir keine, also geben wir keine Punkte für Zeitschriften und medizinische Produkte. Ja, komisch, dass die Zeitschrift dann trotzdem in dieser Überschrift, also in dieser Übersicht dann auftaucht. Und ich habe mal ausgerechnet für die Information, dass ich Raucherzahnweiß gekauft habe, laktosefreie Milch, Anti-Stress-Tabletten, Einschlaftee, eine Mausefalle, Tabletten gegen Haarausfall, also so alle möglichen interessanten Sachen, habe ich Punkte im Gegenwert von einem 0,5 Cent bekommen. Ja? Also wenn Ihnen erzählt oder wenn euch gesagt wird, naja, ihr bekommt ja auch etwas für eure Daten, ganz ehrlich, rechnet es mal aus und überlegt mal ganz genau, ob es euch das wert sein sollte. Aber man muss ja sagen, das, was so Bonuskartenanbieter machen, ist ja nur ein Witz im Vergleich dazu, was online passiert. Und natürlich habe ich mir als nächstes dann die Frage gestellt, naja, wie sieht denn eigentlich so mein Datenschatz bei Online-Anbietern wie beispielsweise Amazon aus. Ne? Weil man kann ja schon sagen, wenn man das jetzt mal vergleichen würde, wäre das so als bei Amazon, als würde uns im Supermarkt einer verfolgen und alles genau protokollieren. Welchen Weg wir gehen, was wir uns anschauen und welche Waren wir wieder zurück ins Regal legen. Beispielsweise, wenn wir die Chips rausnehmen, auf die Kalorientabelle gucken und dann denken so, oh nee, doch nicht. Ne? Wenn du das so 2-3 Mal machst und das ist in deinem ja, Kundenprofil, fände ich, wäre das ja schon eine interessante Information. Ne? Also, so eine Info am Rand, es gibt mittlerweile Supermärkte, die testen Einkaufswagen, die den Puls mitmessen. Ne? Also wenn man dann so an einem süßen Regal vorbeigeht, ist da kein Witz, ist tatsächlich so, dann ist das ja auch eine relevante Information vielleicht, wo mein Herz höher schlägt, im wahrsten Sinne des Wortes. Also habe ich beschlossen, ich frage mal bei Amazon nach, ne? Was habt ihr denn eigentlich über mich? Und das war der Beginn einer wundervollen Brieffreundschaft. Die ging mehrere Monate. Ich habe mal beim Aufräumen so alte Briefe von meiner Brieffreundin in Russland gefunden. Also das wäre so der einzige vergleichbare Briefkontakt, den ich jemals so intensiv hatte. Und der Weg war zur Datenauskunft war gepflastert von Missverständnissen. Ne? Also die erste Antwort ist natürlich, ja, gehen Sie in Ihr Online-Profil, gucken Sie mal. Antwortet man dann in feinsten Juristendeutsch übersetzt, verarschen kann ich mich selbst. Ist natürlich auch da wieder so eine Halbwahrheit, da ist nur ein Bruchteil der Daten. Dann habe ich immer weiter hin und her korrespondiert, bis sie mir irgendwann angefangen haben, echt interessante Daten zuzuschicken. Und damit da bei dieser Datenauskunft auch was Ordentliches rauskommt, habe ich natürlich auch eine Datenspur belegt. Das heißt, ich habe versucht, mein Konsumverhalten umzustellen, habe gezielt alles Mögliche bei Amazon recherchiert, alle meine Bücher da bestellt, was halt nicht wenig ist. Ich glaube, ich habe insgesamt ja, über 50 Bücher während dieses Zeitraums bestellt und auch so Sachen wie Einschlafkissenspray, eine Backenmaschine. Das da unten rechts ist eine riesige Autoschleife. Ich wusste nicht, dass es solche Produkte gibt. Wenn man ein Auto verschenken will, gibt es eine spezielle Autoschleife. Ich habe natürlich kein Auto verschenkt. Ich habe für eine Protestaktion ein 10 Meter großes Grundgesetz für den Landtag Schleswig-Holstein aufgebaut und dachte, so eine Autoschleife wird sich dann in diesem Grundgesetz machen. Hat am Ende doch nicht gepasst, weil es zu spät geliefert wurde. Ja, also auf jeden Fall, das ist meine Datenspur, die ich dann so ausgelegt habe und die war auch recht umfassend und irgendwann haben sie mir, wie gesagt, dann auch Daten rausgedruckt. Das waren dann so antike Datenträger, die ich bekommen habe. Musste ich erstmal gucken, wo ich dann so ein Lesegerät habe, um diese
Dinge einzulesen. Man muss aber sagen, die haben das schon einigermaßen vernünftig gemacht. Man kriegt einen einzelnen Brief, wo das Passwort drin ist und einen einzelnen Brief, wo der verschlüsselte Datenträger drin ist. Ne? Aber ich kann jetzt nicht sagen, was das Passwort ist, aber mein Verdacht liegt nahe, dass sie das ja kein Passwort bei einem benutzen. Also das ist halt, das war jetzt ein Passwort, wo ich dachte, so, also entweder bin ich die Einzige, die diesen Datenauskunft, die man so in dieser Detailtiefe bekommen hat, oder wirklich alle haben dasselbe Passwort. Aber ist nur Spekulation. Auf jeden Fall habe ich mir das mal angeguckt und auf der ersten CD waren dann erstmal so, ja, Informationen, beispielsweise, wann habe ich welche Werbe-E-Mail geöffnet, was für Suchanfragen habe ich gestellt. Ich habe da auch testweise mal Krebsheilmittel eingegeben, weil ich dachte, naja, ich gehe ja von guten Menschen aus, vielleicht speichern die ja so sensible Sachen nicht. Ne? Also ist auf jeden Fall drin. Also wenn Selbsthilfe-Ratgeber bei Amazon geguckt werden, auch immer dran mitdenken, wie lange man was von Krankheit haben könnte. Und ja, dann waren noch so andere Infos, ne? Wann habe ich auf welche Werbeanzeige geklickt. Und dann habe ich immer weiter nachgebohrt und dann habe ich bei der zweiten CD dann aber mehr Daten bekommen. Also es ist halt immer, man fragt immer nach, so ein bisschen wie, hast du es nicht dort? Und dann so, oh ja, ich habe hier diesen riesen Datensatz gefunden, den habe ich gar nicht bemerkt. Und in diesem Fall war es dann so eine Excel-Tabelle. Und diese Excel-Tabelle war sehr, sehr groß und das habe ich sie aufgemacht. Und dann war es wieder so ein Moment, wo man gedacht hat, man braucht einen neuen Rechner, weil die Waren ein bisschen länger gedauert hat. Und als ich den aber geöffnet habe, habe ich gemerkt, so, die ist aber ziemlich lang, habe dann so gescrollt und merke so, das sind ja 15.365 Zeilen und jede Zeile hat bis zu 50 Zusatzangaben, das heißt 50 Spalten. Ja? Und diese Datei hieß Clickstream. Ja? Ich habe mal überlegt, wie viel wäre das eigentlich, wenn ich das ausgedruckt hätte. Ne? Also wenn ich jede Zeile von diesen 15.365 Zeilen auf ein Blatt Papier gepackt hätte, also nur mit Schriftgröße 8, Größe 8 oder so, dann hätte ich das auf 15.365 Blatt Papier machen können. Das wäre ein Stapel, der wäre größer als ich. Ne? Also nur um mal zu vergleichen, was für eine Datenmenge ist das. Ich habe natürlich nichts ausgedruckt, mir ist der Wald wichtig, deshalb bin ich zum Supermarkt gegangen, habe das Ding aufgebaut und wir haben das dann schnell abfotografiert, ehe uns die Leute wieder vertreiben. Also ich glaube, die waren das gewohnt, das war vor einem CCC-Kongress in dem Supermarkt nebenan, also das ist, glaube ich, da in der Zeit alles möglich. Ja. Was ist in so einem Clickstream? Ne? Also kurz gesagt, alles. Also wenn ihr also auf die Hauptseite geht und dann überlegt man mal, also ja, macht eine Suchanfrage, beispielsweise Hautkleidung, Statistics, bietet man vielleicht an. Und dann guckt man sich, was gibt es da für Bücher, klickt ein Buch an, guckt sich vielleicht noch das Bild genauer an. Ja. Ist alles drin. Und genauso, wenn ihr in euren Kontoeinstellungen halt irgendwas verändert, beispielsweise, wann habt ihr eure Datenschutzbestimmungen oder eure Privatsphäre-Einstellungen verändert, ne? Alles drin in diesem Clickstream. Ja, was steckt denn in solchen Daten? Ne? Also ich habe das ausgewertet mit Letty. Letty ist Datenanalystin, wir haben dazu auch einen Vortrag auf dem CCC-Kongress gehalten. Und die hat sich das mal automatisiert angeschaut. Und da sind ja durchaus interessante Sachen drin gewesen, vor allem in diesen Zusatzangaben. Das heißt, ich weiß nicht nur, wann ich was geklickt habe, sondern ich habe Zeitangaben, daraus kann man ein sehr interessantes Wachprofil in meinem Fall erstellen. Das ist bei Freiberuflern durchaus interessant. Dann Account-Details gibt es dann noch, beispielsweise ist Prime-Kunde, ist nicht Prime-Kunde. Da waren bei mir interessanterweise auch manchmal Fehlangaben. Ich bin gesagt, Prime-Kunde stand trotzdem manchmal drin oder Business-Kunde. Dann Ortsbezug, ne? Beispielsweise als IP-Adresse kann man, wenn man davon ausgeht, dass jemand nicht VPN nutzt oder keine anderen Maßnahmen ergreift, dann kann man schon raten, wo ist dieser jemand ungefähr. Dann hat man noch so ein paar Session-Details, natürlich die URL, Navigations-Details, beispielsweise, ja, wie habe ich mich durch die Seite navigiert, habe ich den Einkaufskorb gelegt oder nicht. Dann Interaktionsarten und dann so ganz viel Amazon-interner Kram. Und das heißt, man hat beispielsweise so Einzelangaben wie am 15.12.2016 habe ich um 23.42 Uhr etwas gesucht. Ne? Also die URL ist dann Search. Ich war in Berlin, ich habe den ISP, also
Mein Internet-Service-Provider war die Deutsche Telekom und das Interessante ist, da sind auch noch die Ladezeiten dabei. Das heißt, man kann so grob ungefähr sagen, in welchem Bundesland ist die Verbindung wie schlecht gewesen. Wobei man kann, also es ist ja nicht statistisch sauber, weil man muss ja eigentlich immer dann dasselbe Bild geladen haben, hat man dann nicht, man kann also nur ungefähr raten. Insgesamt waren es, wie gesagt, 15.365 Zahlen, wobei man sagen muss, dass dieser Datensatz nicht unendlich lang war. Das heißt, es war nicht seit dem Tag meiner Anmeldung. Ich habe einen Amazon-Account seit 2008, wobei ich zwischenzeitlich halt fast nie was bestellt habe. Sondern mein Kriegsstream fängt am 1. August 2016 an und geht bis zum 31. Oktober 2017. Das heißt so mehr als ein Jahr etwas. Und ich habe insgesamt auch nur an 196 Tagen mich auf Amazon herumgetrieben und wenn man das mal so umrechnen würde, hätte ich so 78 Einträge pro Tag gemacht, wobei es natürlich Schwerpunkte gibt, so kurz vor Weihnachten. Als wir uns dann die Daten genauer angeschaut haben, beziehungsweise als Leti es gemacht hat, hat sie dann aber festgestellt, so hoch zwei Drittel der Daten oder der Klicks, die von Amazon als Klicks gezählt werden, sind gar keine echten menschlichen Klicks, sondern das sind Hintergrund-Dinge, die laufen. Ne? Also beispielsweise Dinge, die nachgeladen werden, wenn ich etwas auf Amazon anklicke. Und die eigentlich interessanten Daten waren dann so ungefähr 3.747 Einträge, wo man wirklich mit hoher Wahrscheinlichkeit sagen kann, da habe ich wirklich als Humanoid die Maustaste betätigt und eine Interaktion gemacht. Ja, das haben wir dann mal ausgewertet, da konnte man ganz gut sehen, naja, an welchen Tagen war ich denn aktiv. Auch da sieht man den Weihnachten sehr deutlich nah und meine langfristige Planung. Und was man natürlich auch bei einzelnen Tagen sehen kann, um welche Uhrzeit kauft besonders viel. Und man kann natürlich dann abgleichen Interaktionen versus Käufe. Das heißt, man kann sagen, okay, Katharina hat jetzt am Donnerstag extrem viel verglichen geguckt. Aber ganz ehrlich, in 90% der Fälle kauft sie das erst freitags. Von daher brauchen wir ja keine Werbung zu stecken. Das sind ja schon ziemlich interessante Informationen, aber beispielsweise um welche Uhrzeit ich kaufe. Und mir war gar nicht klar, dass ich da schon ein gewisses Muster habe, aber wenn man sich so einen Datensatz ansieht, erkennt man eben, jeder Mensch hat ein gewisses Muster und auch ein bestimmtes Kaufverhalten, was man eben sich zunutze machen kann, auch für Werbemaßnahmen. Interessant war aber, dass man nicht nur die Käufer, also so offensichtliche Dinge daraus ableiten konnte, sondern auch Dinge, die den meisten Menschen, glaube ich, gar nicht klar sind. Und zwar unter anderem die gesuchten Orte. Ne? Also in meinem Fall konnte man eindeutig sehen, ich wohne in Berlin, auch wenig überraschend, dass sie mir fast alles hinliefern. Und man konnte aber auch sehen, wann habe ich Berlin verlassen. Ne? Also wann bin ich durch Brandenburg gefahren, beispielsweise mit dem Zug. Und meistens, also das zweite häufigste externe Ziel war Schleswig-Holstein, genauer gesagt Kiel. Und das Interessante war, dass ich in dieser Zeit gependelt bin. Ich habe eine Volksinitiative geleitet in Schleswig-Holstein gegen das Handelsabkommen CETA. Das war auch die Geschichte mit diesem 10-Meter-Grundgesetz. Und da bin ich hin und her gependelt. Und das Interessante war, man konnte wirklich sehen, an welchen Tagen habe ich wo gearbeitet. Und man konnte auch sagen, an welchen Tagen war ich in NRW, genauer gesagt in einer ganz speziellen Region in NRW, interessanterweise dieselbe Region, wo ich kurz vor Weihnachten dann Pakete hinliefern lasse, wo meine Eltern wohnen. Das heißt, man kann anhand dieses Datensatzes zumindest vermuten, wie oft ich wann meine Eltern besucht habe. Und das fand ich dann doch schon recht interessant, weil das würde ich jetzt Amazon, glaube ich, eher nicht verraten wollen. Niedersachsen hat man halt auch noch gesehen, ne, wann ich umgestiegen bin. Und Hamburg konnte man auch ganz gut erkennen, weil ich öfter mal beim Freifunk Hamburg mich eingewählt habe und da konnte man auch sehen, wann bin ich auch umgestiegen. Also so einfache Sachen wie Bahnverbindung konnte man dann recht gut nachvollziehen. Interessant war, dass sich da noch andere Dinge gefunden haben. Ich habe in diesem Versuchszeitraum Urlaub gemacht auf den Bahamas. Das konnte man sehen. Man konnte sogar sehen, wann ich in Großbritannien umgestiegen bin, als ich auf die Bahamas geflogen bin und man konnte auch mal in Polen Urlaub sehen. So eine interessante Anekdote am Rande, wir haben mal die Ladezeiten auch verglichen von den unterschiedlichen Ländern. Also die Insel auf den Bahamas, wo ich war, ist halt eher so eine sehr kleine Insel, wo es außer Moskitos nicht so viel gibt. Die Netzverbindung war natürlich am besten in Polen, muss man ganz klar sagen.
Ja, interessant war auch noch, dass man aus diesem Internet oder Internet Service Provider andere Informationen ziehen kann, beispielsweise meinen Aufenthalt im deutschen Forschungsnetz. Das deutsche Forschungsnetz stattet so ziemlich alle Uni-Bibliotheken mit Internet aus. Das heißt, in meinem Fall konnte man sehen, wann habe ich in der Bibliothek rumgehangen, ne? Und wann habe ich kurz mal etwas auf Amazon recherchiert, was ja auch mal passieren kann. Wann habe ich 15 Minuten auf Amazon recherchiert, was eher seltener passieren sollte. Und wann habe ich fast 2 Stunden bei Amazon rumgehangen. Ja. Und das, finde ich, sagt ja auch ein bisschen was über einen aus. Ne? Ob das jetzt positiv oder negativ ist, könnt ihr euch selber überlegen. Aber ja, es sind halt auch Dinge, wo man sagen würde, das würde ich jetzt meinem Einzelhändler normalerweise nicht vermachen. Interessant war, dass ich in meinem Datensatz natürlich auch gefunden habe, von welcher Seite komme ich. Das ist der sogenannte Referrer. Es sollte den meisten, die ein bisschen was mit Technik zu tun haben, klar sein, dass Seiten so etwas erfassen, aber den meisten nicht technisch ist es, glaube ich, nicht so in dieser Form klar. Dass beispielsweise Amazon weiß, von was für Zeitungsartikeln ich gekommen bin. Und das sagt ja schon etwas über mich aus. Ne? Also einmal, was für Medien konsumiere ich grundsätzlich, daraus kann man ja vielleicht ein bisschen was über meine politische Einstellung ableiten, oder auch im Einzelnen, was für Artikel habe ich gelesen. Also in meinem Fall habe ich beispielsweise 2 Artikel von Spiegel Online gefunden, einmal eine Kolumne von Jan Fleischhauer, in dem er sich mal wieder über Berlin aufregt. Und der zweite Spiegel-Online-Beitrag, den ich da gefunden habe, war Couchsurfing in Russland. Und also immer dran denken, wenn man auf irgendeiner Zeitungsseite ist und dann halt mal auf so eine Werbung klickt, boah, hier kauft ihr das Buch bei Amazon. Ja, ist das gemeint. Manchmal gibt es aber auch noch sogenannte Affiliate-Programme. Das heißt, das wird auch getrackt, damit die einen Anteil von eurem Kauf kriegen. Kann man manchmal extra machen, damit man Leuten was spendet, aber nicht immer ist den Leuten klar, dass sie das vielleicht auch nicht freiwillig machen und eine echte Datenspur hinterlassen. Und ich habe mich natürlich gefragt, was sieht eigentlich jemand oder was würde jemand sehen, der mich nicht kennt, aber durch irgendeinen Zufall diesen Clickstream in die Hände kommt. Anekdote am Rande, die erste CD mit meinem Clickstream, die ist auch verschollen. Die ist nie bei mir angekommen. Ich habe mich beschwert, meinte Amazon, ja, ist in der Post verloren gegangen, ich habe bei Post beschwert und so, ja, können wir keine Auskünfte machen. Ne? In Kombination mit diesem interessanten Amazon-Passwort habe ich mir ja schon mal Gedanken gemacht und mich auch gefragt, naja, was wäre denn Worst-Case-Szenario, man kriegt das in die Hände und was denkt er, was bin ich für ein Mensch? Ne? Und da kann man sich ganz viele einzelne Sachen raussuchen. Ne? Einerseits kann man sich das Thema Gesundheit rauspicken. Ich habe mir so einen Schnaps angeguckt. Es gibt auch die Rubrik Alkohol, man sieht also auch, in welche Rubriken hat sich jemand rumgetrieben, beispielsweise irgendwie Baby, Büroartikel oder eben Alkohol. Dann habe ich mir noch so ganz komische Bücher angeguckt, wie die Arthrose-Lüge, wo man denken kann, okay, hat sie gesundheitliche Probleme, und Krebs natürlich heilen, was, wo man sich auch denkt, so, mein Gott, der muss ja echt wissenschaftlich unterwegs sein. Ja, und man fragt sich dann auch so in Kombination mit diesen Büchern so, warum trinkt sie den Schnaps? Aus gesundheitlichen Gründen weiß man nicht. Natürlich habe ich dafür eine total plausible Erklärung. Also erstmal, dieser Gin ist super gut, ich mache ungern Schleichwerbung, aber ich habe den halt einfach gekauft, weil ich ihn gerne trinke. Und diese Bücher über gesundheitliche Themen, die habe ich mir im Rahmen einer Recherche angeschaut. Ich habe nämlich, wollte mal gucken, wie hoch sind eigentlich so, ja, esoterische Quatschbücher bei Amazon in Bestsellerlisten? Ne? Ich habe halt auch so viel, ich wollte recherchieren, wie sieht es eigentlich mit Verschwörungstheoretikern aus, was für einen Amazon-Bestseller-Rang haben die? Und deshalb ist ganz viel cooler Kram eben auch in meinem Clickstream. Bei der politischen Einstellung kann man sich ja auch fragen, ja gut, ich habe mir so Sachen angeguckt wie Angst für Deutschland, so eine kritische Analyse der AfD von Melanie Ammann, einer Spiegel-Journalistin, dann habe ich aber auch so, du bist kein Nazi, nur weil du zu Pegida gehst oder AfD wählst. Ne? Also ganz klar pro AfD-Buch, auch interessante, in einem einschlägigen Cover, würde ich sagen. Von einem super seriösen Verlag wahrscheinlich, auch Fight Books, so kennt man ja wahrscheinlich. Und ja, also natürlich war es so,
so, ich bin halt eher kritisch Rechtsextremismus eingestellt und habe mir diese Sachen nur zur Recherche angeguckt. Ja, aber die Frage ist natürlich, wenn jemand mich nicht kennt und so ein Klickstream anguckt, kann er genauso und andersrum denken. Ja, ich habe Feindbeobachtungen gemacht und habe deshalb die Spiegel-Autoren recherchiert und bin eigentlich stramm rechts. Und interessant wird es ja, wenn man sich überlegt, dass durchaus ja auch die Polizei oder staatliche Behörden sich auch denken können, so, naja, ist die eigentlich gefährlich, gucken wir uns mal an, wie deren Datenschatten aussieht. Ne? Und man muss sich ja auch überlegen, was macht die Polizei. Ne? Das heißt, wenn man jemanden verdächtigt, kann man ja auch zu den Datenanbietern gehen und sagen, so ja, rück mal die Daten bei denen raus, ich muss mal mehr über den in Erfahrung bringen. In meinem Fall hat das auch durchaus einen ernsten Hintergrund. Ich habe im Rahmen meiner Buchrecherche erfahren, dass ich vier Jahre lang einen Eintrag in der bundesweiten Verbunddatei für Cybercrime hatte. Ich bin Cyberkriminell, wusste ich vorher gar nicht. Stellt man sich natürlich als großer Irrtum raus, hat aber einen ernsten Hintergrund. Ich habe eine Protestaktion gegen ein Überwachungsgesetz organisiert, habe eine Verfassungsbeschwerde organisiert und über 10.000 gute Zufälle, wie das so ist, bin ich dann in der Datenbank gelandet. Ne? Wo man sich dann denken kann, so okay, vielleicht, wenn ich noch irgendwas gemacht hätte, was auf mich aufmerksam gemacht hätte, dass ich dann durchaus denken konnte, wir wollen wirklich mehr über dich rausfinden. Ne? Und was würde jemand mit so einer Brille, der mich vielleicht auch gefährlich finden will, dann sehen? Naja, erstmal habe ich mir Killerspiele angeschaut, ne? Dann habe ich so dieses schöne T-Shirt angeschaut, da drauf steht Chemist only because Superwoman is not an official job title. Ne? In so einem dezenten Schwarz, was halt auch so mega sympathisch rüberkommt. Ein verdächtiger Kopfhörer. Und eine Strommaske. Ja. Wo ich mir überlege, so, okay, wenn ich das alles auf einem Blatt Papier packen würde und irgendwie meinem Vorgesetzten vorlegen würde und sagen würde, da ist was, ne, dann würde er vielleicht sagen so, ja, könnte sein. Natürlich gibt es eine andere Erklärung für jedes von diesen Items. Ne? Also Feuer-Equipment getestet, das mit T-Shirt mal geschenkt. Kochtopf ist gut, würde ich sagen. Ja, und Skifahren kann man ja tatsächlich auch mit solchen machen. Und jetzt kann man sich natürlich überlegen, so, naja, was kann man aus einem Datensatz ableiten, warum ist das interessant? Interessant wird es ja nicht nur, wenn man sich einen Datensatz nimmt, sondern interessant wird es ja, wenn man sich überlegt, was kann Amazon eigentlich aus solchen Datensätzen ableiten? Das ist viel mehr, als ich jemals aus so einem Datensatz ziehen kann, weil die haben Vergleichsdaten. Ne? Die können beispielsweise sagen, Frauen, die irgendwann mal angefangen Babykram zu kaufen, wie verändert sich deren Kaufverhalten in den 9 Monaten davor? Ne? Das sind Dinge, die machen Unternehmen auch. Ne? Das heißt, die versuchen vorherzusagen, was könnte die als nächstes kaufen wollen? Oder was kaufen Leute als nächstes mit ähnlichem Profil? Oder jemand, der einen Emissionsratgeber kauft, wie verändert er sich in den 9 Monaten davor? Das heißt, sie haben ganz viele Datensätze, mit denen sie es vergleichen können. Insgesamt 300 Millionen im Fall von Amazon. Und da lassen sich interessante Korrelationen finden. Ne? Beispielsweise gibt es so bei Amazon diesen Glasrundschneider, damit kann man Glas schneiden. Das kennt ihr vielleicht, ne? So ein kreisförmiges Ding, macht man so ein Loch dran und dann kann man ein Loch ins Glas schneiden. Und wenn man sich mal anguckt, was haben ähnliche Leute gekauft? Alle Schnee genauso wie ich. Gibt es natürlich 40 andere Produkte auch. Ne? Also, ist halt echt interessant, was Leute noch so kaufen, die sich Reizgehör kaufen oder aber beim Thema in den Küchenwagen oder so. Ne? Also, und das muss einem klar sein, wenn man sich so einen Datensatz anschaut. Also das eine ist, was kann eine Person da rausziehen, was ich, beispielsweise, was habe ich angeklickt, habe ich mir irgendwie rechtsextreme Bücher angeschaut, das andere ist aber, was zieht Amazon da raus? Und das kann ich durch so eine Datenfrage gar nicht so allumfänglich erfassen. Und deshalb finde ich, ist es wichtig, dass wir umso mehr darauf dringen, dass wir auch ein Recht bekommen, zu erfahren, in was für Schubladen werden wir eigentlich anhand unserer Datenspur gesteckt. Und das ist vor allem relevant, weil wir reden ja auch nicht nur von 300 Millionen Datensätzen von Amazon, sondern wir reden von zig Diensten. Ne? Also Amazon hat mittlerweile sogar eine Produktlinie für Generika, für Tabletten, für Medikamente. Das ist in einigen Ländern wie UK
oder USA recht groß. Ne? Dazu gibt es noch die ganzen Streaming-Portale und. Das heißt, wenn jemand Amazon intensiv nutzt, da geht es nicht nur um die Kaufdaten, da geht es teilweise auch um Bewegungsdaten, Zahlungsdaten, Gesundheitsdaten und. Ja, aber Amazon war natürlich nicht der einzige Dienst, bei dem ich mal so eine Anfrage gestellt habe. Also bei Facebook kann man ja keine Auskunft seiner Daten beantragen, beziehungsweise man kann es beantragen, aber Facebook sperrt sich seit Jahren rechtswidrigerweise eine Auskunft zu geben. Der Einzige, der es mal bekommen hat, war der österreichische Jurist Max Schrems. Der hat ja 1222 PDF-Seiten dann bekommen. Hat irgendwie jemand aus, wahrscheinlich in den USA, nicht drauf aufgepasst und ihn einfach ausgedrückt, weil er sich dachte, so, ja, ist das recht, also muss ich es ihm geben. Fand die PR-Abteilung von Facebook wahrscheinlich nicht so lustig, weil in seinem Datensatz dann halt auch so Sachen drin waren wie gelöschte Daten. Ja? Also die Daten wurden nicht, also Nachrichten, die er gelöscht hatte, wurden nicht gelöscht, sondern die wurden in die Datenbank für gelöschte Daten verschoben. Der hat halt teilweise auch Sachen rausbekommen, wie beispielsweise Nachrichten, die er ins Fenster eingetippt, aber nie abgeschickt hat. Und spätestens an der Stelle kriegen die meisten Leute dann so eine kleine Gedenkminute, wo sie dann überlegen, was hat man da in einem emotionalen Moment vielleicht alles eingetippt, aber nie abgeschickt. Ne? Und natürlich interessant ist beim Fall Facebook natürlich auch noch so Sachen wie der Like-Button. Ne? Das alles kann man von Amazon, von Facebook nicht rausfinden, aber was man schon machen kann, ist so eine Teilauskunft, so einen ganz kleinen, winzig kleinen Ausschnitt, ne, den Facebook seinen Nutzern geben will, kann man in seinem Profil runterladen. Habe ich mal für meinen Fall gemacht und da habe ich beispielsweise mir angeguckt, was für Interessen für Werbung ortet dir Facebook denn zu. Ne? Und da steht dann so, deine Interessen basierend auf deinen Facebook-Aktivitäten und anderen Handlungen, mit deren Hilfe wir dir relevante Werbung zeigen. Ich kann nicht viel Quatsch dann rausbekommen, wie beispielsweise, ich würde mich für Militär interessieren und für den roten Teppich. Aber dann waren da auch so interessante Sachen, wie beispielsweise Stress. Ja? Und da fragt man sich, what the fuck? Also was bedeutet das? Bedeutet das, diese Frau macht Stress? Diese Frau hat Stress? So oder so zeigt mir das Beispiel, dass die Trennlinie zwischen Werbung und psychologischen Vorfall gibt es in vielen Bereichen nicht mehr. Ne? Und da scheren sich Unternehmen auch nicht drum. Ein Facebook-Manager hat mal in Australien bei einer Verkaufspräsentation bei einer Bank gesagt, ja, wir können sogar herausfinden, wann Jugendliche sich unsicher fühlen. Ja? Das ist total interessant, wann Leute sich unsicher fühlen und unzufrieden sind und unglücklich, weil dann kann man ihnen vielleicht eher was verkaufen. Ja? Und das ist dann an die Öffentlichkeit gelangt und daraufhin hat Facebook zurückgerudert, sie haben gesagt, so, wir verwenden diese Daten nicht für Werbung. Sie haben nicht gesagt, wir haben diese Daten nicht. Sie haben nicht gesagt, wir analysieren diese, also wir analysieren die Nutzerprofile nicht, sondern sie haben lediglich gesagt, wir verwenden das derzeit nicht für Werbung. Und ich finde, das ist wieder so ein Beispiel, wo man sich einfach auch überlegen muss, wie mächtig so ein Datensatz eigentlich sein kann. Was ich natürlich auch gemacht habe, ist Netflix zu nutzen. Ja? Als Serienfan war es wirklich schwer, meine Zeit zu opfern, um einen großen Datenberg zu generieren, denn ich wollte wissen, naja, was sammelt eigentlich Netflix über seine Nutzer? Und wenig überraschend, also da gab es auch wieder so ein bisschen E-Mail-Freundschaft in diesem Fall. Nach und nach haben sie dann aber auch eingesehen, dass sie mir mehr Daten rausrücken müssen, weil man muss es ihnen auch so aus den Nasen ziehen. Ich glaube, insgesamt habe ich zwei oder drei Datensätze von ihnen bekommen. Und natürlich weiß Netflix, welchen Film wir geguckt haben und wann und so. Das ist ja relativ trivial, überrascht auch keinen, weil darauf basieren die Empfehlungen. Interessant fand ich allerdings, dass bei Netflix auch gespeichert wird, wann man auf Stopp drückt, wann man vorspult, wann man zurückspult, und zwar von welcher Millisekunde zu welcher Millisekunde. Es gibt ja unterschiedliche Optionen, wann Leute vor- und zurückspulen bei Filmen. Ne? Also das eine ist so langweilig, ne? Also ich bin beispielsweise ein sogenannter Purge-Watcher, ich muss Serien zu Ende gucken,
zwanghaft, auch wenn sie schlecht sind. Schlimme Krankheit, natürlich keine außer mir, wahrscheinlich hoffentlich. Aber dann fange ich an vorzuspulen, ne, um die Qual so ein bisschen zu minimieren. Andere Option ist eine Serie, wo viele unterschiedliche Handlungsstränge sind und mich interessiert nur eine. Ne. Gezielt gucke ich dann immer so, wann kommt die Person vor und springe. Eine andere Option ist, wann spulen Leute vor? Naja, also andere Leute spulen manchmal vor, wenn sie den Wald nicht sehen können und dann spulen sie vor. Und ich finde, das sagt dir schon, was du bei jemandem aushören. Beispielsweise sagt ihr, springt bei jedem Gewaltszenen vor. Oder aber der guckt sich die mehrfach an. Ne? Ja, und interessant ist natürlich auch, wenn sich jemand Sexszenen mehrfach anguckt. Und das ist so meistens so der Punkt, also wenn ich diesen Vortrag, wenn ich davon vor Jugendlichen erzähle, was ich öfter mal mache, ist das so der Punkt, wo man so ein bisschen so betretene Gesichter sieht. Und dann so ein bisschen ratter, was habe ich geguckt, habe ich rückgespult, wann. Ja, so, und das kann man eben aus so einem Datensatz sehen. Und ich fand das so eine Ironie in sich, dass ich bei Netflix gibt es ja auch diese wundervolle Serie Black Mirror, die sich so ein bisschen technikkritisch oder so Science-Fiction-Dystopien entwickelt, wie eine durchtechnisierte Zukunft im Worst-Case-Szenario aussehen kann. Und das ist interessant, also es war wirklich eine Ironie in sich, dann von Black Mirror zu sehen, wann habe ich vorgespult, wann habe ich zurückgespult, wann habe ich auf Stopp gedrückt. Und ich habe mir mal überlegt, in meiner Jugendzeit habe ich ziemlich viel Trash-TV geguckt. Also, weißt du, ich komme von der Schule, ich war so ein Schlüsselkind, beide Eltern berufstätig, und dann habe ich halt als erstes immer den Fernseher angemacht und halt irgendwie nachmittags Trash-TV geguckt, halt irgendwie, keine Ahnung, irgendwelche Talksendungen, Lichtersendungen, was es da alles so gab. Und wenn ich mir überlege, ne, wenn es davon irgendwie einen Track-Record geben würde, ich würde da nicht so gut wegkommen. Also ich glaube, wer das sehen würde, würde mich nicht gerade für intellektuell halten. Und ich glaube, aber den meisten Leuten geht es so. Ne? Also wir gucken ja nicht nur irgendwie, weiß ich nicht, Sachen, die wir jetzt öffentlich posten wollen, sondern vielleicht auch mal Dinge, die wir für uns behalten wollen, oder wir wollen nicht danach bewertet werden. Und ich frage mich halt wirklich, also es gibt zum Glück keinen Datensatz von meinem Fernsehverhalten mit 14, aber von allen Jugendlichen, die heute 14 sind, ne, die heute YouTube schauen, Netflix und so weiter, da gibt es das. Und ich finde, da müssen wir dringend drüber reden, ob wir das in Ordnung finden. Ja, deshalb wird jedem beraten, fragt eure Daten ab. Ne? Vor allem damit Leute wie ich, ne, oder andere Leute, die es machen, nicht mehr als Kerulanten wahrgenommen werden, je mehr Leute das machen, desto mehr steigt der Druck auf Unternehmen zu sagen, so, okay, dann stellen wir das eben in deinem Profil online, dass du es halt einsehen kannst. Und ich glaube, je mehr Leute auch sehen, was gesammelt wird, desto ehrlicher wird die Debatte auch über Datenschutz, weil es nicht mehr so abstrakt ist, sondern willst du, dass Netflix aufzeichnet, wann du Sexszenen zweimal angeguckt hast. Ne? Weil im Kern geht es halt wirklich um solche einfachen Alltagsfragen. Ne? Und da haben die Leute dann meistens andere Meinungen, als außer ich habe nichts zu verbergen. Also was habe ich in den meisten Fällen gemacht? Ich habe mir in den meisten Fällen dann erstmal die AGB durchgelesen, also die Person, die AGB immer liest, die Geschäftsbedingungen, das bin ich. Ich habe mir die Datenschutzerklärung durchgelesen und da also müssen die Datenkategorien rausgenommen. Dann habe ich aber auch noch den gesunden Menschenverstand eingeschaltet, denn viel steht in den Erklärungen nicht, aber oft ist es so blumig formuliert, so Interaktionsdaten, so was sind Interaktionsdaten. Ne? Und interessant ist halt wirklich, dass in manchen Fällen es so, so sehr offenherzige Interviews gibt, wo sie halt sehr eindeutig sagen, so beispielsweise bei Netflix gab es halt einen Pressebericht, wo halt gesagt wurde, so, ja, wir analysieren diese Daten. Ne? Und dann konnte ich halt eben bei der Anfrage schreiben, so, ja, haben sie okay in diesem Pressebericht geschrieben, so. So etwas ist auf jeden Fall auch immer gut vorher zu machen, oder gesunder Menschenverstand im Fall von Amazon, wenn sie halt behaupten, wir haben keine Klickstream, dann halt interessiert fragen, dann möchte ich mal wissen, wie sie das technisch umsetzen, ein paar Tage später mir eine E-Mail zu schicken, was ich denn, ob ich dieses Produkt nicht doch kaufen will, wenn sie angeblich gar nicht gespeichert haben, was ich angeklickt habe. Ne? Das ist ja vielleicht ehrliches technisches Interesse, wie man so etwas dann ohne Datenspur umsetzt. Und daraus habe ich eine Checkliste gemacht und ich finde, das ist
ganz wichtig, so eine Checkliste zu haben, bevor man eine Anfrage stellt, weil man muss sich darauf einstellen, kein Unternehmen wird beim ersten Versuch, oder ganz wenige Unternehmen werden beim ersten Versuch den vollständigen Datensatz rausrücken. Da haben die gerade bei den Unternehmen, wo es besonders interessant ist, überhaupt gar kein Interesse dran. Und man muss schon genau wissen, was fehlt, damit man explizit nachfolgen kann. Das ist hochgradig illegal in dieser Praxis, aber so wird es leider derzeit von vielen Unternehmen praktiziert. Wenn man diese Anfrage hat, ist die erste Antwort, die man bekommt, naja, schauen Sie in Ihrem Online-Profil, ist natürlich Quatsch. An der Stelle muss man dann halt eben nochmal eine freundliche Erinnerung schreiben. Dann hatte ich auch schon mal, wir haben Ihr Profil ausgedruckt als PDF. Ihnen zugeschickt. Das macht Amazon. Also das ist leider ehrlicherweise deren Strategie. Und an der Stelle müssen wir natürlich auch wieder sagen, Quatsch, nee, ich will den ganzen Datensatz. Und dann langsam, so nach diesem vierten oder fünften Interagieren mit einem nervigen Kommunikationspartner, kommt dann so dieses echte Brieffreundschaftsgefühl auf und man sagt so, ja komm, jetzt kannst du dir auch Dinge anvertrauen. Und dann kommt man eben auch an den interessanten Daten. Das heißt, man muss halt wirklich, also man muss nervig sein, ne? Man muss den Leuten halt auch nervig sein, man muss sich immer vor Kopf, vor Augen halten, das ist mein gutes Recht. Und dann hat man irgendwann einen interessanten Datensatz. Und mit diesen Daten werden, kann man dann interessante Dinge machen. Man kann sich anschauen und analysieren. Wir haben auch, also Letty hat so also ein paar Skripte geschrieben, mit denen man einen Amazon-Datensatz automatisiert auswerten kann. Das haben wir auf GitHub gestellt, weil unsere Hoffnung eben auch ist, je mehr Leute so etwas machen, desto mehr können wir vielleicht auch Reverse Engineering betreiben und gucken, naja, wie funktionieren denn Amazons Datenwerke eigentlich, wie sind die organisiert. Und ich kann jedem nur raten, so eine Abfrage zu machen, denn selbst wenn man sich 10 Jahre lang mit dem Thema Datenschutz befasst, ist es eine Sache, abstrakt zu wissen, dass man überwacht wird und was die Effekte sind und wissenschaftlich und bla bla bla. Das andere ist es, wirklich von sich zu sehen, wann habe ich um 12:30 in der Nacht nach dem Klimagerät vom Bett ausgesucht, so, ne, weil es warm war in Berlin. Und das macht etwas mit einem. So einen Datensatz zu sehen, macht nachhaltig etwas mit dir. Und deshalb würde ich jedem raten, mal wirklich seine Daten abzufragen. Anmerkung am Rande, man hat natürlich auch ein Recht, seine Daten zu löschen, ne? Das ist meistens die zweite Frage, nachdem die Leute dann so mehr Informationen über solche Datenauskünfte bekommen haben. So, klar, kann man machen. Aber man kann jederzeit sagen, so hier, ich möchte meine Daten löschen. Geht natürlich begrenzt, also geht natürlich nicht immer bei Kaufdaten, ne? Weil man allein aus Abrechnungszwecken so etwas vorhalten muss, aber beispielsweise Clickstream oder so etwas, da kann man durchaus drauf beharren. Ja, und wenn man mal mit Leuten konkreter wird und nicht nur darüber spricht, so ja, Datenschutz ist abstrakt total wichtig für unsere Gesellschaft, sondern mal ganz konkret wird, was bedeutet das denn eigentlich für den Einzelnen und was ist nur eigentlich so für Dienste und wusstest du eigentlich, dass sie das und das dann über dich haben, dann ändert sich die Meinung. Dann sagen ganz viele, ja, ich habe nichts zu verbergen außer meiner Privatsphäre. Und ich glaube, da müssen wir hin, ne? Nicht zu diesem Privatfreund, der hat was zu verbergen, sondern wirklich, natürlich, ja, ich habe etwas zu verbergen, selbstverständlich du etwa nicht, dann ist es unklug, nichts zu verbergen zu haben. Ja, und das wäre es von meiner Seite auch gewesen. Ich würde mich wirklich freuen, wenn mehr Leute Auskunftsersuchen stellen, wenn mehr Leute anfragen, denn glaub mir, das ist eine ganz interessante Datenreise und je mehr Menschen das machen, desto einfacher wird das für alle, die nachkommen. Die Skripte zur Datenauswertung findet ihr im GitHub, wie gesagt, auf Lettys GitHub-Profil und von meiner Seite dann vielen Dank.